seither ziemlich vieles verändert hat, weil wir 2011 mit der Konferenz, es hauptsächlich eigentlich unsere Idee war, diese Debatte nach Deutschland zu bringen oder hier überhaupt erst eine Debatte dazu zu starten. Also ich würde jetzt nicht sagen, Wachstumskritik nach Deutschland zu bringen, weil es ist vielleicht höchstens sowas wie eine zweite Welle der Wachstumskritik, weil es ja gerade in den 70er und 80er Jahren enorm viel wachstumskritische Diskussionen in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch gab. Und ich glaube, das waren jetzt nicht wir alleine mit der Konferenz, aber doch auch mit, ich denke, es war doch auch mit ein Grund. Dadurch ist diese Debatte schon so meine oder unsere Wahrnehmung in relativ großem Umfang in Gang gekommen. Und es gibt jetzt, wenn man sich anschaut, auf ganz verschiedenen Ebenen, ne, es gibt politische Veranstaltungen zum Thema Wachstumskritik, Postwachstum aus ganz verschiedenen politischen Richtungen auch, muss man sagen. Es gibt auch eine sehr, sehr breite mediale öffentliche Wahrnehmung dazu. Es gibt irgendwelche Themensendungen bei Arte, es gibt Berichte in der FAZ und im Spiegel, die natürlich jeweils nur sehr enge Ausschnitte des Themas fokussieren, also vor allem dann in diesem Bereich von Verzicht oder Konsumverzicht thematisieren. Und ich glaube, das führt auch schon dazu, was es vielleicht jetzt anders an der Konferenz 2014, die wir machen. Ich glaube, wir reagieren eben darauf, dass es diese Debatte gibt an verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Stellen und wollen stärker in diese Debatte rein involvieren und stärker an Leute richten, die sich mit diesen Themen auch schon auseinandergesetzt haben und eben auch auf Leerstellen, auf kritische Stellen hinweisen, die in dieser Debatte auch existieren und zu sagen, naja, hört mal zu, einen jungen Mann Ende 20 zu porträtieren, der von 500 Euro im Monat lebt und dann zu sagen, das ist jetzt die Lösung für alle sozialen und ökologischen Probleme, die wir haben, greift vielleicht einen Moment zu kurz. Natürlich ist es auch jenseits jetzt von der politischen und der öffentlichen Debatte, ist Degrowth oder ja auch die Degrowth-Konferenz 2014 ja auch eine wissenschaftliche Diskussion. Und diese wissenschaftliche Diskussion selber ist ja auch noch relativ jung. Also die Degrowth-Konferenz 2014 ist die vierte internationale Konferenz dazu. Die erste war 2008 in Paris. Und was da diskutiert wird, mit wem, von wem und so, das sind alles noch so Sachen, die im Aufbau sind und wo diese Konferenz natürlich dann auch wieder einen Beitrag dazu leisten kann und wird. Und das sind aber viele Diskussionen, also gerade auch wissenschaftliche Diskussionen, die eben auch nicht deutschsprachig laufen, auch nicht in Deutschland bekannt sind. Und das ist auch so ein Punkt, den wir, glaube ich, leisten wollen, gerne damit. Und das ist natürlich was ganz anderes als jenseits des Wachstums. Jenseits des Wachstums war ja eine rein politisch-aktivistische Konferenz, wo es eben keinen wissenschaftlichen Teil gab. Und das ist schon ein Wagnis jetzt mit der Degrowth-Konferenz zu sagen, es gibt auf der einen Seite diesen wissenschaftlichen Teil, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt miteinander interdisziplinär diskutieren und auf der anderen Seite gibt es eben den politisch-aktivistischen Teil und es gibt ganz, ganz viele Programmteile, wo diese beiden Diskussionen auch zusammenkommen und wo diese Menschen miteinander ins Gespräch kommen können und müssen, so ist das Programm angelegt. Und um eben, ja, diese Debatten miteinander fruchtbar zu machen. Es ist schwierig zu sagen, das Fragezeichen ist einfach weggefallen. Also von außen sieht es natürlich so aus, aber es ist ja ein ganz unterschiedlicher Kreis, der die beiden Konferenzen vorbereitet hat. Also die erste, die Konferenz jenseits des Wachstums 2011, wurde ja vorbereitet von ATTAC in Zusammenarbeit mit einem breiten Bündnis von politischen Stiftungen, von über 50 Unterstützungsorganisationen aus einem umweltpolitischen, globalisierungskritischen Spektrum, kirchlichen Spektrum zum Teil auch, und eben auch einzelne gewerkschaftliche Akteure. Und ich glaube, da ging es eben sehr viel mehr darum, die Debatte aufzumachen. Und die Degrowth-Konferenz ist eben eine Konferenz, die sich aus diesen wissenschaftlichen Degrowth-Konferenzen raus entwickelt hat und die auch ausgeschrieben wird von einem Forschungsnetzwerk namens Research and Degrowth, die hauptsächlich in Barcelona, an der Universität in Barcelona beheimatet sind. Und
die explizit zum Thema Degrowth forschen und da kein Fragezeichen dahinter setzen, sondern eben Akteure sind in vielleicht einer Debatte, die dann mit einem Fragezeichen agiert und klar auf der einen Seite stehen. Und es war natürlich jetzt schon eine Überlegung von der Gruppe, jetzt wollen wir die Degrowth-Konferenz nach Deutschland bringen, und das haben wir natürlich jetzt auch folgerichtig, weil das Fragezeichen weg ist, nicht mit einem großen Akteur wie ATTAC, der in dieser Frage ja gespalten ist, wie die meisten anderen politischen Parteien, Stiftungen und so auch, geschafft, sondern es ist tatsächlich ein Trägerbündnis von eher kleineren Gruppen, von dem Netzwerk Wachstumswende, was im Wesentlichen eine Online-Plattform ist aus jungen Leuten, die sich mit dem Thema Degrowth und Postwachstum beschäftigen, vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig, aber auch von dem Postwachstumskolleg in Jena, was ein wissenschaftliches DFG-Projekt ist. Und viele, viele mehr. Also auch da ist ein breiter Kreis von Unterstützern und Partnern dabei. Und deswegen, glaube ich, konnten wir dieses Fragezeichen auch weglassen, weil es eben weniger institutionelle Zwänge gab. Und wir haben darüber auch viel diskutiert und wir wollten auch trotzdem natürlich gerne Gewerkschaften einbinden. Aber wir können nur sagen, Leute, kommt vorbei, macht mit, sprecht mit uns. Aber ich glaube, es ist richtig, dieses Fragezeichen nicht zu setzen, weil mittlerweile es kaum noch Leute oder Institutionen gibt, die sagen, ja, Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste ist super. Wachstum ist sozusagen das Ziel schlechthin, sondern jeder Wirtschaftsinteressensvertreter, die meisten Vertreter konservativer Parteien setzen sich hin und sagen, ja, wir brauchen schon Wachstum, aber wir brauchen qualitatives Wachstum. Wir müssen uns dann überlegen, was ist darunter zu verstehen. Also der Mainstream dessen, was das der Wachstumsbefürworter qualifiziert es ja selber immer schon so. Das heißt, wenn man das Fragezeichen mit hinten dran hat, dann hat man einfach nur eine Debatte über qualitatives Wachstum. Und das ist das, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen über Degrowth sprechen. Wir wollen über eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft sprechen. Und da sprechen wir auch total gerne mit Leuten, die dieses Fragezeichen dabei haben. Also wir haben zum Teil auch Menschen auf Podien sitzen, die selber eher Vertreter qualitativen Wachstums sind. Vielleicht nicht so viele, aber doch einige. Und wir laden die auch herzlich zur Debatte ein. Aber wir laden die auf die Plattform ein, dessen, dass wir sagen, wir glauben, für eine sozial-ökologische Transformation braucht es eben mehr und was anderes als dieser etwas unklare Slogan von qualitativem oder nachhaltigem Wachstum. Ja, da stecken ja schon zwei Annahmen drin. Ne? Das eine, es gibt eine Degrowth-Bewegung, und das andere, es gibt eine Praxis. Beides möchte ich gar nicht bestreiten, aber doch vielleicht so ein bisschen einschränken. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Menschen und vor allem unheimlich viele Gruppen und Kollektive an ganz verschiedenen Orten in Europa und auf der ganzen Welt, die Praktiken ausprobieren, die jenseits von irgendwie kapitalistischer Verwertung oder auch Selbstverwertung gelagert sind. Ob alle diese Praktiken jetzt Degrowth sind oder nicht, bleibt letztendlich diesen Gruppen überlassen, würde ich sagen. Und die Degrowth-Konferenz ist deswegen auch sowas wie eine Einladung an ganz, ganz viele Gruppen, die praktisch arbeiten, zu sagen so, hey, was ihr da macht, ist doch total cool. Ihr baut irgendwelche Open-Source-Windturbinen, ihr macht Urban Gardening, ihr beschäftigt euch vor Ort damit, was ihr braucht, um eure Stadt irgendwie ökologischer oder sozialer zu gestalten, kommt doch auf die Konferenz und diskutiert mit uns darüber. Und überlegt, ob das einen Zusammenhang haben könnte zu dem, was Degrowth versucht zu sagen, zu dem, was an makroökonomischen Fragen da drin steckt, wenn man über sozial-ökologische Transformation spricht, solche Geschichten. Also deswegen glaube ich, gibt es zumindest in Deutschland eigentlich kaum Gruppen, die praktische Dinge machen, also die jetzt irgendwie einen Stadtgarten betreiben und sagen, wir sind jetzt Degrowth, und das wissen die ja auch gar nicht, die sollen ja irgendwie Karotten anbauen und jetzt nicht theoretische Diskussionen sich ständig liefern, also können die natürlich, aber ich denke, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Sondern die Frage ist eher, wie können diese Dinge, die eben praktisch passieren und die
Und deswegen wird ja so viel über Gardening zum Beispiel gesprochen, die eben nicht nur Karotten produzieren, sondern die eben ein Gefühl von Selbstwirksamkeit für die Leute herstellen, was in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der die meisten auf Lohnarbeit getrimmt werden und schon als Kinder irgendwie dahin erzogen werden, ja einfach oft nicht haben. Und ich glaube, darum geht es eben in, wenn du sagst, praktischen Projekten von Degrowth erstmal ganz viel. Es geht erstmal ganz viel darum, bei Menschen und bei Gruppen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, ein Gefühl von, wir können irgendwie zusammen auch Dinge hier anders organisieren, zu erreichen, um dann auch gemeinsam Rahmenbedingungen natürlich zu verändern, die dafür nötig sind. Also Serge Latouche zum Beispiel, der französische Degrowth, Vordenker, könnte man vielleicht sagen, hat mal gesagt, es gibt keine Dekroissance, die nicht in einer Dekroissance-Gesellschaft stattfindet. Also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu überlegen, inwiefern können und vielleicht müssen bis zum gewissen Grad sich diese alternativen Projekte, die es ja auch schon lange gab, bevor es diesen Claim Degrowth gab, mit denen ja seit vielen Jahrzehnten experimentiert wird, wie können die vielleicht auch eine Art von Diskussionszusammenhang finden, der an einer bestimmten Stelle helfen kann, Rahmenbedingungen zu verändern. Und ich glaube, Degrowth versteht sich da auch nicht als die Antwort. Also wir sind ja in engem Gespräch mit Leuten, die sich unter dem Label Solidarische Ökonomie, mit Leuten, die sich unter dem Label Commons zum Beispiel organisieren und verstehen uns da, glaube ich, eher als Ergänzung oder als gemeinsam Streitende und nicht so sehr als jetzt konkurrierende Label. Sondern es geht, glaube ich, eher darum zu schauen, was rückt in den Blickwinkel, wenn man mit einer Degrowth-Perspektive auf Dinge schaut, was rückt in den Blickwinkel, wenn man mit einer Commons-Perspektive auf die Dinge schaut, was rückt in den Blickwinkel, wenn man mit einer solidarischen Ökonomie-Perspektive auf die Dinge schaut und was kann man dann jeweils verändern. Was wir versuchen mit der Degrowth-Konferenz auch mit anzustoßen, ist eben die ganzen Proteste, die es ja gibt, gegen klimaschädliche Machenschaften von Wirtschaft und Politik auch mit diesem Degrowth-Gedanken zusammenzubringen. Also zu sagen, wie kann zum Beispiel die Organisation gegen die COP nächstes Jahr in Paris auch stärker vernetzt werden mit wachstumskritischen Gedanken? Was können wir eigentlich gewinnen, wenn wir uns da vernetzen und wenn wir uns da unterhalten, wenn wir da überlegen, wie gehören diese Dinge eigentlich zusammen? Das ist so auch, glaube ich, ein praktisches Ziel oder eine Vision, die wir aktuell auch mit der Konferenz haben. Ja, also das ist ja auch ein Themenbereich der Degrowth-Konferenz. Wir haben ja so verschiedene Themenspektren. Ein Themenbereich ist auch Open Knowledge als Thema in diese Degrowth-Diskussion mit reinzubringen. Also die Verbindung von dem, was an offenem Wissen produziert wird und was da für Erfahrungen gesammelt werden mit solchen Formen und zu fragen, passt es eigentlich zusammen? Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die bis jetzt noch nicht geführt wird. Und das ist so ein kleiner Aspekt der Konferenz, der für mich jetzt ziemlich wichtig ist. Und mein Versuch darin ist, diesen Begriff der Konvivialität, man könnte sagen, zu entmotten, aber vielleicht auch wieder nach Deutschland zu bringen. Also es gab in den 1970er Jahren einen Denker namens Ivan Illich, den damals alle Menschen kannten und den heute vor allem junge Menschen nicht mehr kennen, der es aber durchaus in seiner Radikalität noch wert ist, gelesen zu werden, der ein Buch veröffentlicht hat Anfang der 70er Jahre, das heißt Tools for Conviviality auf Englisch. Und mit konvivialen Werkzeugen meinte er eben technische Geräte, aber durchaus auch Institutionen, die letztlich lebensdienlich und nicht der Wirtschaft oder staatlichen Institutionen dienlich sind. Und ich habe versucht, jetzt diese Ideen an die heutigen Realitäten anzupassen, wo es eben relativ viele Menschen gibt, die zum Beispiel an Open-Source-Geräten arbeiten, die vielleicht für sowas wie eine Postwachstumsgesellschaft
nützlich sein könnten, also was wie eine Open Source Windturbine oder Open Source Traktoren oder dergleichen mehr. Also die Idee dabei ist, die kommt ja aus der Software, ne, dass Menschen praktisch freiwillig sich zusammenschließen und für einen nicht näher definierten Zeitraum kooperieren, um ein Programm herzustellen, einfach aus Spaß an der Freude sozusagen. Und die Idee ist, das eben auch auf alle anderen möglichen Geräte zu übertragen. Und was natürlich ganz, ganz viele Fragen einschließt, wie kann das finanziert werden, was entstehen dabei für Dinge und so. Aber was, glaube ich, das eigentlich Interessante an der konvivialen Technik ist, dass es einen Begriff hoffentlich bereitstellen kann, der eben was anderes ist und was anderes meint als grüne Technik oder nachhaltige Technik. Weil diese Diskussion, die eng ja mit dem qualitativen Wachstum als gutes Wachstum zusammenhängt oder mit dem ganzen Diskurs um grüne Modernisierung, die stützt sich ja immer darauf, dass es innovative Technik gibt, dass es grüne Technik gibt, die letztlich mehr von der Technik ist, die wir jetzt auch schon haben und die natürlich letztlich weitergedacht, zugespitzt im Geoengineering landet und dann damit auch das ganze Klimaproblem schon aus der Welt schaffen wird. Und dabei wird aber nicht darüber nachgedacht oder auch bewusst ausgeblendet, was es eigentlich für soziale Beziehungen bedeutet, was Technik eigentlich mit Menschen, mit Gesellschaften macht. Und konviviale Technik sagt eben, es gibt ganz verschiedene Dimensionen, die wir betrachten müssen, wenn wir über Technik sprechen. Es gibt klar diesen Bereich von Ressourcenintensität, über den müssen wir sprechen und der ist auch wichtig. Auch sowas wie Effizienz ist auch wichtig. Aber das ist eben nur ein Kriterium von vielleicht 50. Genauso wichtig sind eben Dimensionen wie Gesundheit. Ja? Ist es irgendwie eine Technik, bei der unglaublich viele Menschen sterben, wie zum Beispiel das Auto? Wenn man sich die Todeszahlen anschaut, wie viele Menschen gestorben sind weltweit seit Einführung des Autos, das ist irgendwie ein mittlerer Bürgerkrieg. Ne? Ganz zu schweigen natürlich von der Chemieindustrie und so weiter. Aber das sind ja Fragen, die man sich auch stellen muss, wenn man über Technik spricht. Oder eine dritte Dimension wäre sowas wie Beziehungsfähigkeit. Was macht eigentlich eine Technik zwischen Menschen? Also wenn ich sowas wie das Internet nehme, das verbindet natürlich auf der einen Seite Leute. Auf der anderen Seite, wenn ich auf die Ebene der Infrastruktur gehe beim Internet, kann ich auch sagen, okay, da sind irgendwelche seltenen Erden in Chips verbaut, die ziemlich Übles in den Beziehungsgefügen der Menschen machen, an den Orten, wo die Mine installiert wird und wo die Leute dann ihre Lebensgrundlage verlieren, weil sie dort nicht mehr Landwirtschaft betreiben können, weil irgendwie alles verseucht ist und sie stattdessen vielleicht ihre Söhne in die Mine schicken müssen. Also ich glaube, konviviale Technik gibt oder Konvivialität als Kriterium gibt keine eindeutige Antwort darauf, ist was gut oder böse, sondern gibt nur eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Also worauf ich mich wirklich freue und vor allem deswegen, weil ich sehr, sehr gespannt bin, was dabei passiert, ist der Group Assembly Process, den ich auch mit vorbereitet habe. Und zwar ist es ein Arbeitsgruppenprozess, der über 3 Tage läuft, also in den 3 Haupttagen der Konferenz, jeweils 2 Stunden abends von 5 bis um 7. Und da treffen sich Leute mit Expertise in bestimmten Bereichen, also Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Praktiker aus zum Beispiel zum Thema Urban Transformation oder zum Thema Kinder und Degrowth, zum Thema Bildung oder zum Thema Landwirtschaft, so, ne? Also gibt es 20 verschiedene Gruppen und in diesen Gruppen erarbeiten die Leute einen Stand der Debatte im Feld Degrowth und versuchen Konsense zu finden oder also Konsense darüber, was sozusagen umstrittene Fragen sind und was vielleicht schon gelöste Fragen sind. Und diese Gruppen arbeiten zum Teil in ihren kleinen Gruppen, aber dann gibt es auch wieder so übergreifende Versammlungen, wo dann die Ergebnisse nochmal reingetragen werden, wo dann gefeedbackt wird, sind es wirklich Sachen, die jetzt alle so sehen oder ist es vielleicht was jetzt nur diese Gruppe gerade im Kopf hatte. Es gibt dazu parallel eine Online-Plattform, wo diese Diskussionen alle auch für alle Teilnehmerinnen der Konferenz öffentlich einsehbar laufen, wo auch während der Konferenz noch Anmerkungen gemacht werden können.
Und wir hoffen, dass neben diesen Konsens-Dissens-Punkten dabei auch sowas wie weitere Forschungsfragen oder direkte Aktionen vielleicht auch rauskommen können, die Leute in diesen Gruppen sich überlegen. Und da bin ich total gespannt, was da passiert, weil es schon auch ein Experiment ist in wie so kollektiver Konsensfindung bis zu einem gewissen Grad. Und wir wollen das Experiment dann auch noch ausweiten am Abschlusstag den Leuten auf der Konferenz präsentieren, was diese Arbeitsgruppen erarbeitet haben. Und dann dürfen alle Konferenzteilnehmerinnen einmal kurz zeigen, ob sie das jetzt gut oder nicht so gut finden. Ich glaube, das wird spannend. Also vor allem dieser ganze Zeitstrang, der eben jeden Tag zwischen 5 und 7 stattfindet, wo es eben überhaupt keine Frontalveranstaltungen gibt, sondern es gibt eben diese Arbeitsgruppen, zu denen man sich im Vorfeld online auch anmelden muss. Es gibt dann einen großen Open Space mit wahrscheinlich über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo Leute bis mittags Angebote für Arbeitsgruppen einreichen können, wenn sie an irgendeinem Punkt weiter diskutieren wollen. Vielleicht sie hatten morgens einen interessanten Workshop, sagen so, hey, wir sind jetzt 10 Leute und wollen darüber weitersprechen, können sie es einreichen, bekommen sie irgendwie dann einen Raum dafür. Und da bin ich halt total gespannt, wie das klappt, weil wir schon sehr stark vorgeben den Leuten damit, okay, ihr müsst euch ja zwischen 5 und 7 vernetzen, so, ihr könnt euch nicht irgendwo reinsetzen und zuhören. Ihr könnt natürlich gerne auch zur FOKÜ gehen oder zum Markt der Möglichkeiten oder einfach in die Stadt. Das steht den Leuten immer offen, aber ich glaube, darauf freue ich mich am meisten, zu gucken, was da passiert oder was auch nicht klappt vielleicht, ne? Aber also das hat mir auch großen Spaß gemacht in der Konferenzvorbereitung, dass da auch Raum war oder auch große Lust war, Formate auszuprobieren, jenseits von klassischen Konferenzformaten. Und ob das dann funktioniert, das wird dann die Praxis zeigen, aber vielleicht ist ja auch die Konferenz selber schon die große Praxis.